So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch. Ich habe das Mikrofon gerade echt noch vergessen anzuschließen. Was ist denn jetzt deine Mission hier? Hat keine. Okay, der Hund glotzt mich einfach an. Auch in Ordnung. Ich hoffe, euch allen geht es gut. So, ich richte mich hier gerade noch mal ein bisschen ein. Ich habe eigentlich diese Riesenflasche Wasser, die ist so hardcore blöd zum Verstauen. Ja, unter anderem werden wir uns noch anschauen Kino Plus zum Thema Godzilla Kong The New Empire. Und ich glaube, das war's dann auch großartig. Ich habe eben gerade noch gesagt, zwei verschiedene Themen, aber das ist, glaube ich, Bullshit, weil es wiederholt sich halt irgendwann immer wieder alles, ne? Die ganzen Sachen von wegen, ja, der Film hat zu viel CGI, oder die anderen sagen, der Film ist ultra geil. Ich glaube, da gibt es nicht allzu viele Grauzonen mehr, die wir uns da reinziehen müssten. Ich habe aber auch noch ein paar andere Videos gespeichert, mir zurechtgelegt, die wir uns anschauen könnten. Lasst mich da gerade mal kurz in meinen Verlauf gucken. Nee, ich habe das in irgendeiner extra Playlist gespeichert. To React, da haben wir es doch. Wie kann ich denn da jetzt auf die komplette Playlist zugreifen, da oben? Also merket, die neuen Capture Cards funktionieren nur, wenn ihr sie auch in einen USB 3-Slot reinsteckt. Nicht in einen USB 2. Und somit könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. So, die ja doch, was Sachen Technik angehen, immer häufiger auftauchen. Ist halt einfach so. Über zwei Jahren mache ich das jetzt und glaubt ihr, ich bekomme es immer noch hin, dass ich einfach Kabel falsch miteinander verbinde? Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Das ist total krass. Gut, hier haben wir jetzt auf jeden Fall Kino Plus. Wir haben jetzt hier eine Truppe, bei dem ich sagen muss, ich habe keine Ahnung, wer das hier alles ist. Ich kenne halt Wolf, also Wolf ist auf der rechten Seite, Daniel Schröckert auf der linken Seite. Die beiden Herrschaften in der Mitte, ich habe wirklich keine Ahnung. Es steht auch nicht im Titel drin. Doch. Nee. Okay, wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren, hoffe ich. Und bin mal sehr gespannt, was da jetzt großartig gesagt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Daniel relativ positiv zum Film eingestellt ist. Bei Wolf kann ich schon von vornherein sagen, es wird über CGI gemeckert. Ich mag Wolf total, aber er gehört auch mit zu dieser Kritikerriege, wo du von vornherein sagen kannst, was er über einen Film denkt. Finde ich immer ein bisschen schade. Das Thema haben wir jetzt hier auch schon mal besprochen. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie ich in der Uni gelernt habe, wie man eigentlich Kritiken anwenden sollte. Das werde ich da oben irgendwo mal verlinkt haben. Macht vielleicht Sinn, sich das mal anzuschauen, um dann zu verstehen, warum mich das zum Teil echt langweilt, wenn ich von vornherein weiß, wie Menschen zu bestimmten Filmprojekten stehen. Ja. Vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. Vielleicht sagt Wolf, ey, pass mal auf, der Film war nicht ganz so geil, aber das und das fand ich gut und das hat mir gefallen. Vielleicht macht er das jetzt ja auch. Aber ich glaube tatsächlich, er ist auch so ein bisschen frustriert von der aktuellen Filmlandschaft. Man sollte sich dadurch nicht frustrieren lassen. Tatsächlich, wir haben Filme wie Marvel, also eigentlich sind alle Filme nur noch wie Marvel. Aber trotzdem sollte man sich da nicht hinsetzen und auch permanent bei jedem Film sich ja schon mit diesem Vorurteilen in diese Nummer reingehen. Ich habe mir, vor 3 Tagen habe ich mir einen Bericht durchgelesen, dass Matrix 5 jetzt angekündigt wurde. Ey, es wurde einfach nur angekündigt. Und die ersten Kritiker machen YouTube-Videos, wie scheiße doch dieser Film werden wird. Also, das ist wirklich Kacke einfach. Warum freut man sich denn nicht auf sowas? Wenn der Film dann echt scheiße wird oder ernüchternd, wie bei mir jetzt auch, Godzilla Kong, ich fand den Film sehr ernüchternd. Lasst euch doch mal von irgendwas noch mitreißen und nicht von vornherein dann dieses. Es nervt einfach nur noch. Okay, ich brauche meinen Kopfhörer. Sonst höre ich nämlich nichts. Und ich bin sehr gespannt, was das jetzt hier wird. Und ob man, ich meine, es geht über eine Stunde, ne? Was habe ich gerade gesagt? Es fängt an bei 42 Minuten. Nee, geht nicht über eine Stunde, ist Bullshit. Kann ja auch nicht sein, wenn das, ist ja auch wurscht. Geht auf jeden Fall
eine beschauliche Strecke dieses gesamten Kino-Plus-Videos, der gesamten Episode. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht nur permanent gesagt wird, wie scheiß doch alles ist, wie blöd ja alles ist, was Film heutzutage ist und CGI und bla bla bla. Das wäre echt saulangweilig. Aber das sehen wir eben dann. Ich kenne ja nicht mal Matrix 4 und wurde Matrix 5 angekündigt. Ja, den muss man auch nicht kennen. Ey, Matrix ist halt, den ersten Teil sollte man vielleicht kennen. Aber du weißt, dass Matrix existiert. Du hast scheinbar auch 1 bis 3 gesehen, von daher ist ja alles cool. Man kann ja auch skeptisch sein, man kann ja auch sagen, ey, pass auf, Teil 4 war jetzt vielleicht nicht ganz so cool. Aber vielleicht wird das Neue ja trotzdem was. Das ist ja auch legitim. Wenn ich jetzt hören würde, was weiß ich, Harry Potter Remake. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen. Ich liebe Harry Potter. Ich habe alle Bücher da, ich habe alle Filme da. Wenn ich höre, ein Harry Potter Remake kommt als Serie raus, denke ich mir schon, boah, da bin ich aber halt kritisch. Und trotz allem will ich mich darauf einlassen, mich einfach darüber freuen, dass das eben rauskommt. Das sollte man irgendwie schon hinkriegen. Und nicht immer direkt sagen, das wird bestimmt alles nix, das wird ein Riesenflop. Ja. Gut. So. Ja, okay, es fängt direkt so an. Wir sind direkt mittendrin. Auf geht die Post. Und ich hole mir vielleicht zwischendrin mal kurz einen Kaffee. Nicht erschrecken, wenn ich einfach weggehe. Aber ich habe ja die Kopfhörer auf. Worauf muss man nicht bereit sein? Wofür braucht man weniger Anstrengung? Es geht schon gut los. Das ist schon wieder der erste Satz. Er hat es geschafft. In einer Sekunde kann ich direkt eigentlich abschalten, weil ich ganz genau weiß, die Kritiken sind jetzt hier negativ. Das hat Wolfgang M. Schmidt hat dafür, glaube ich, 3 Minuten gebraucht. Wenn er sich jetzt hier wirklich auch auf den Film bezieht. So, worauf muss man nicht bereit sein? Wofür braucht man weniger Anstrengung? Für die haarigen Wesen? Hä? Für die haarigen Wesen? Für die haarigen Wesen? Meinst du, das schuppenbewehrten Wesen wahrscheinlich. Ja, komm, ach komm, dann machen wir doch mal. Dann machen wir, glaube ich, nur den Film. Bisschen leichter jetzt mal wieder werden. Ja, ein bisschen leichter, ne? Dann gehen wir doch jetzt zu den Riesenaffen. Hardcut jetzt hier. Ja, dann gehen wir doch jetzt zu den Riesenaffen und Riesenechsen. Ich entschuldige mich einmal, ich muss mir einmal die Nase putzen. Aber derweil kannst du ja mal erklären. Jetzt wird Folgendes passieren. Jetzt wird er sagen, du kannst jetzt mal ganz kurz die Story zusammenfassen und dann wird er mit der roten Mütze so tun, als würde ihm die Story nicht einfallen, weil die ja so belanglos ist. Das ist auch so ein gängiges Kritiker-Ding. Kennt ihr das, wenn Kritiker so tun, als würde ihnen ein Name nicht einfallen? Das habe ich total oft. So, habe ich das schon mal erzählt zum Beispiel? Ich finde Twilight ja extrem kacke. Also ich kann mit Twilight gar nichts anfangen. Trotz allem weiß ich, dass der Vampir in Twilight Edward heißt. Das weiß man. Ich will einfach mal behaupten, gerade wenn du in der Thematik Film drin bist, dann weißt du halt so ein paar Sachen. Und du hast immer wieder dann auch so Leute, die dann so tun, als würden sie den Namen nicht wissen. So, das war doch hier Ed irgendwas mit Ed. Und ich denke mir, ey, du weißt doch ganz genau, wie er heißt. Das machen sehr viele auch einfach, um dann damit anzudeuten, mir fällt der Name nicht ein, weil der Film so schlecht war. Das finde ich auch so ganz, ganz, ganz bescheuert, wenn man irgendwie so an was rangeht. Worum es bei Godzilla Kong The New Empire geht. Ja, ich musste auch ja lernen, dass das X stumm ist. Es geht um... Ach, wirklich? Ja. Ja, ja. Siehst du, danke, schon was gelernt, geil. Ja. Wobei, Kino Plus einfach. Wobei Wingard sagt, er präferiert GXK als Abkürzung. Es geht um überraschenderweise Kong, der mittlerweile ja in der Hohlerde beheimatet ist. Und... Gut, das finde ich geil. Daniel, finde ich gut. Einfach mitten in die Zusammenfassung einfach mal schön mit dem Taschentuch reinstellen. Hätte aber ich sein können. Das hätte ich genauso gemacht. Da so ein bisschen, ich hasse ja das Wort eigentlich, aber er struggelt, weil er so ein bisschen um seinen Platz da, also er ist halt keiner und er ist der Einzige seiner Art. Und wir sehen ja hier schon die Gia in dem Trailer, das ist die... Okay, tut mir leid, ich entschuldige mich dafür, dass ich diesem Herren das angedichtet habe. Die Story ist er gerade wirklich dabei, sie zusammenzufassen und ihm fallen die Namen sogar noch ein. Das finde ich schon mal super, dass er dann nicht dieses Schauspiel da vollzieht von wegen, das finde ich immer lächerlich. Er macht es aber nicht, deswegen tut mir leid dafür, dass ich ihn dann gleich in so einen Topf reingesteckt habe. Auch im vorherigen Film die taubstumme Pflegetochter von Rebecca Hall, die da als Wissenschaftlerin für Monarch arbeitet und auch die struggelt und es kommt auch wirklich wortwörtlich vor, also die Mutter sagt, sie struggelt irgendwie in der Schule und weiß nicht, wie es ihr gehen soll. Das heißt, also da ist schon mal so eine Gemeinsamkeit und dann ist es wie immer, es ist eine aus dem allerwertesten gezogene neue Bedrohung, die irgendwie sich unvermittelt darstellt.
Ja, da muss ich ihm auch recht geben. Auch noch so ein Punkt, dafür, dass das Monsterverse ein Universum sein möchte, haben wir keinen wirklichen Bösewicht, der ein roter Faden ist. Das finde ich auch sehr schade, dass wir spoilern jetzt hier übrigens, ne, in dem Video. Ganz wichtig, hier wird gespoilert. Dass Scar King hier am Ende stirbt zum Beispiel wieder, da habe ich mir auch gedacht, warum? Gerade wenn ihr jetzt meint, ihr müsst ein Universum aufbauen, wieso bauen wir dann nicht auch jetzt schon einen Schurken auf, der dann dafür sorgt, dass man sich vielleicht im nächsten Film fragt, was macht er als nächstes? So diese Frage, okay, Scar King wurde jetzt vielleicht geschlagen, hat sich irgendwohin zurückgezogen, ist irgendwie entkommen, was macht er jetzt als nächstes? Und das haben wir einfach nicht, die Frage, weil der Film sich einfach so endet, wie er eben endet, mit einem Ende. Das könnte auch so der finale Film sein im Endeffekt. Da verstehe ich ihn auf jeden Fall. Das heißt, die müssen sich erneut ein neues Monster aus dem Arsch ziehen, wie er es eben gerade gesagt hat. Und das wird wieder passieren. Und angeblich ist Adam Wingard jetzt ja wirklich dran, einfach tatsächlich zu sagen, habe ich heute nochmal gelesen, dass er, ich gucke gleich mal nach, erinnere mich gleich mal dran, er hat ein Statement dazu abgegeben, diese ganze Destroyer-Thematik, der scheint das wirklich zu planen. Der scheint wirklich im Hinterkopf zu haben, im nächsten Film nehmen wir einfach Destroyer als Antagonist. Und ey, weiß halt nicht, ne? Das, wenn man den einfach auch dann wieder auftauchen lässt und dann wieder abfrühstückt, das wäre total beschissen. Soweit denkt das MV, was? Ja, das Monsterverse dann auch wieder nicht. Das Monsterverse denkt überhaupt nicht weit, finde ich. Das ist auch so ein Problem, was ich da immer wieder sehe. Solange sie Destroyer gut aufbauen, richtiger Ansatz auf jeden Fall, ja. Aber warum? Nee, kann schon nicht passieren. Der muss ja erstmal aufgebaut werden. Du baust doch Destroyer nicht in einem Film auf, lässt ihn dann kommen und dann ist er wieder weg. Die hätten Destroyer jetzt schon aufbauen können. Wieso haben wir jetzt nicht irgendwie gesehen, bei der gesamten Nebenstory, die da abgeht, warum hat Godzilla nicht angefangen, mächtiger zu werden, diesen Drang bekommen, immer stärker zu werden, weil er gespürt hat, dass im Ozean irgendetwas vor sich geht? Man hätte darauf eingehen können, jetzt in dem Film hier schon, dass bestimmte Partikel vom Oxygen Destroyer sich vielleicht auf bestimmte Lebewesen abgesetzt haben. Man hätte vielleicht schon mal so einen kleinen Krebs sehen können, der irgendwie schon so Mutationen an sich hatte oder sowas. Das wäre ein Aufbau gewesen. Aber die bauen ja nichts auf. Die bauen in einem Film etwas auf, dann wird es zu einem Höhepunkt geführt und dann ist es wieder vorbei. Und wenn du meinst, du musst ein Universum machen, dann musst du aber auch das Universum aufbauen. Das hat Marvel damals sehr gut gemacht mit Thanos. Dass der einfach nur blöd in die Kamera grinst und jeder denkt sich, ach du Scheiße, du weißt, der ist da irgendwo da draußen. Das war ein Aufbau. Das hätten sie auch hier und da besser machen können, aber so baust du einfach was auf. Wir haben im MCU, im Monsterverse aktuell keinen Aufbau. Der Thanos vom Monsterverse hätte ich mir auch eher gewünscht, ja, dass der Thanos vom Monsterverse werden wird, der Destroyer. Aber, also, er hat es erstmal nur so behauptet, Adam Wingard, ne, dass er gerne Destroyer jetzt benutzen würde für den nächsten Film, weil der auch noch den Fokus auf Godzilla mehr setzen will und, ey, das muss dann aber mindestens der längste Film der gesamten Reihe werden. Ach ja, und Godzilla ist auch noch dabei. Ja, und jetzt machen wir uns nichts vor. Also das, was auf menschlicher Seite passiert, ist einfach wirklich Lattenhagen. Man will sehen, wie sich 2, 3, 4, 5 Monster auf die Fresse kloppen. Die Mehrheit will das wirklich sehen, ja. Ich stehe da auch anders da. Ich sage, wenn ihr Menschen einbaut oder baut Menschen ein, wir brauchen Menschen für Exposition. Mir könnte ein Kong jetzt nicht die Hintergrundgeschichte von der Hollow Earth erzählen, indem er andauernd macht. Das heißt, irgendwo brauchst du schon menschliche Figuren. Aber dann gebt denen halt eine Geschichte. Und wir haben jetzt schon so eine Gia mit dabei, die ja irgendwelche schon fast posttraumatischen Eingebungen hat. Nehmt doch einfach die und baut sie mit Rebecca Hall zusammen auf und nicht noch 50 andere Sachen nebenbei. Godzilla muss jetzt noch stärker werden und dann muss er vorher noch 37 Titanen besiegen. Nee, baut eine geile menschliche Geschichte mit ein. Ich finde es krass, der Film ist so ehrlich zu sich selbst und gleichzeitig spielt er irgendwie lustigerweise, weil er ja schon ein bisschen in Produktion ist, voll auf diesen momentan ja gerade in den Staaten, glaube ich, herrschenden Wrestling-Trend an. Für mich war das wie so eine Wrestling-Show. In den Staaten ist immer Wrestling-Trend. Ich glaube, es gab noch keine Zeit, wo die nicht auf Wrestling abgefahren sind.
Also rudimentäre Storyline. Wie kriegen wir Gegner 1 zu Gegner 2? Wie sorgen wir dafür, dass Sympathien und Antipathien vergeben sind? Und dann lass sie auf die Fresse hauen. Und das machen sie. Wolfs Blick sagt mir jetzt schon aus, wird sich da in die Hose geschissen vom Allerfeinsten bei dem Film. Das ist schon vorprogrammiert jetzt gerade. Sympathie, indem wir einen kleinen Affen einführen. Ja, hey. Es hatte so einen leichten Planet of the Apes Moment oder Momente, wo ich dann dachte, okay, also sie nehmen wirklich alles mit, was noch irgendwie folgt im Laufe des Kinojahres. Aber gerade jetzt sieht man das ja auch schon im Trailer, die Bedrohung ist so vielleicht eines meiner größeren Probleme. Der Build-up, um dafür zu sorgen, dass Godzilla und Kong, das ist ja in den Trailer auch drin, deswegen ist das kein Spoiler, dass die zusammenarbeiten, Der steuert für mich auf einen ultimativen Bösewicht hin. Und den gibt's nicht. Und wenn er dann auf der Kinoleinwand ist, ist man doch so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ja, also ich sehe das einfach fast genauso wie er. Krass. Ich sehe das genauso. Der Endkampf ist egal. Der gesamte Aufbau des Films war für mich auch die größte Schwäche gewesen, weil das auch alles so abgehakt war. Der Grund, warum Godzilla und Kong dann am Ende zusammenführen, ist, weil Kong einfach sagt, Hilfe. Und Godzilla dann einfach da ist gerade zufälligerweise und ja, das ist keine Ahnung. War nix irgendwie. So. Der Skull King oder wie heißt der? Scar King. Scar King, genau. Namen schon wieder vergessen. Der ist schon ein bisschen unterwältigend. Ja, ich sag mal, das, die Bedrohung, der sich die beiden stellen müssen, fand ich jetzt auch hinterlässt in der Godzilla-Historie oder in dieser Monsterverse-Historie jetzt nicht den stärksten Eindruck. Was ein bisschen schade ist. Weil die Voraussetzungen sind halt gegeben, dass da ordentlich aufs Maul gehen würde. Ich muss auch sagen, der eigentliche Showdown, der eigentliche finale Kampf ist dann doch gar nicht so lang. Nee, also du hast auch wieder, ich habe... Ja, ich bleib dabei, dass das aber daran liegt, dass die bei Warner und Legendary reingeredet haben, dass das Drehbuch zuerst feststand und dann haben die aber gesagt, wir machen einen kürzeren Film draus. Wir wollen Leute auch ansprechen, die eine Aufmerksamkeitsspanne haben von einem TikTok-Video und deswegen... Das sind viel zu viele Handlungsstränge und viel zu viele Kämpfe für den zweitkürzesten Film der gesamten Reihe. Der hätte eigentlich locker die Filmlänge von King of the Monsters haben müssen. Der aber bei den Kritikern ja wirklich am schlechtesten fast abgeschnitten hat, King of the Monsters. Ich mag ihn ja auch nicht, weil der einfach nur im Dunkeln spielt und nur Reizüberflutungen hat, aber... Da hast du dir einfach Zeit dafür genommen. So wie Rodan auftaucht... Die ganze Nummer mit dem Vulkan, da nimmst du dir Zeit dafür, dass das passiert. Hier hast du keine Zeit dafür. Da hast du ganz kurz, da ist so lilaner Nebel, da ist Tiamat drin. Wer ist Tiamat? Ist ganz kurz scheißegal. Da wird nur erklärt, ja, der hat gerade irgendwie mit der Sonne irgendwas aufgenommen, Solar. Godzilla schwimmt rein, killt das Vieh, Ende. Skiller wird überhaupt nicht thematisiert, das hat man halt irgendwie in einem Comic vorher noch kurz verwurstet. Das ist alles viel zu schnell. Und da hat sich King of the Monsters wirklich noch Zeit genommen für die einzelnen Titanen. Auch für Mothra. Auch Mothra hier in dem Film. Auch eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Sehen wir nicht in einer Post-Credit-Scene... War das in der Post-Credit-Scene? Wir sehen auf jeden Fall noch, dass Mothra noch ein Ei gelegt hat, ne? Da ist ja noch ein Mothra-Ei. Aber Mothra wird in Godzilla Kong nicht durch dieses Ei wiederbelebt. Haben die das vergessen oder hat das einen Hintergrund? Also ist das irgendwie, basiert das auf irgendwas von Toru selber, dass es dann später vielleicht mal zwei Mothras gibt und dass jetzt einfach nur eine wiederbelebt wurde und das Ei immer noch schlüpft oder haben die das einfach nur jetzt wieder versemmelt? Ey, King of the Monsters ist für die meisten der beste Film. Das sagt mir jeder immer wieder. Vielleicht habe ich einfach nur einen falschen Tag erwischt, wo ich den Film gesehen habe, aber mir war das einfach zu... Nee... Da ist mir halt zu viel passiert dafür, dass aber nichts davon eine Aussage hatte, wirklich. Zwei Mothras gibt's wirklich, okay? Bester Film des Monsterverse oder bester Film von Godzilla oder bester Film aller Zeiten. Ist das eine Frage an mich gerichtet? Das sind da ganz viele Fragen. Du kannst Godzilla Kong schon vorbestellen. Jetzt schon, okay, gut, das ist, ja, warum nicht, ne? Der Film wird wahrscheinlich noch vor Godzilla Minus One fürs Heimkino rauskommen. In unserer Besprechung mit Kollege Stu und Zero habe ich immer wieder Parallelen zum Wrestling gezogen. Und auch da wirkt es für mich so,
der Film verplempert so viel Zeit mit Mythologieaufbau und mit wirklich auch, der tritt so ständig auf die Bremse, wenn die menschlichen Figuren irgendwas machen müssen. Also es ist wirklich so, als wenn du immer sagen wirst, so, wir slowen mal ein bisschen down, wir machen mal ein bisschen ruhiger, wir nehmen alle mit. Und das ist genau das Problem. Du hast am Ende für den Kampf selber gefühlt nicht mehr genug Zeit. Stattdessen musst du halt sehen, wie er Zahnschmerzen hat, wie der Zahn ausgeht. Richtig, ja. Ohne Scheiß. Warum haben die so viel Zeit verschwendet, dass das, was du in dem Film am allerbesten aufgebaut bekommst, sind einmal die Zahnschmerzen von Kong, wie er den Zahn gezogen bekommt, und auch dieser blöde Handschuh. Der hat auch irgendwie so eine voll lange Einstellung, dass erst noch erklärt wird, ja, den Handschuh haben wir jetzt schon gebaut, und dann bekommst du irgendwie einen Cut in dieses Monarch-Lager. Warum wird ein Handschuh und ein Zahn aufgebaut, aber nicht Shimo oder sowas? Oder Scar King, die werden kurz in der Höhlenmalerei vorgelesen. Aber der Handschuh und der Zahn, die werden lange aufgebaut. Gesetzt wird, oder beziehungsweise rausgezogen wird, oder neuer eingesetzt wird, und wir dann halt noch für diesen neuen Zahn irgendwie fertig gemacht oder gedisst wird von den anderen Affen. So, das sind so Szenen, wo ich mir auch dachte, ja, nett, aber es ist halt, und das muss man leider sagen. Nett, wenn sie aber nicht auf Kosten von anderen Szenen sind. Für mich als Godzilla-Fan, es ist wieder ein Kong-Film, was ich ein bisschen schade finde. Weil Wingard scheint mehr Interesse an Kong zu haben als an Godzilla. Hat er aber auch selber gesagt. Das ist wirklich so. Ich glaube, er hat verstanden, dass sich das Publikum mehr mit Kong natürlich identifizieren kann, weil Kong hat halt so eine an Menschen angelehnte Mimik und so weiter. Bla, bla, bla. Ey, wir feiern seit 70 Jahren die Echse und er kommt mir jetzt mit dem scheiß Affen. Aber du bist ja auch komplett Team Godzilla. Ja, bin ich. Aber boah, ich kann dir das, glaube ich, auch so einer, der kultet das wieder so ab. Ey, ich kann, wenn Leute so ein Franchise so krass abkulten, dass die sich so auf eine Figur festfahren, dass alles, was nichts mit dieser Figur zu tun hat, ihr direkt scheiße ist. Ey, da kannst du jetzt versuchen, gegen zu argumentieren, wie du willst. Der wird da immer noch sagen, ja, aber Godzilla, ja, aber Godzilla. Ich bin auch Team Godzilla, aber ich habe gerafft, warum halt Kong hier auch eben Sinn macht. Wir haben die Hohlerde eben jetzt, wir haben sehr viel mehr Monster-Action als Menschen-Action in dem Film. Da wäre es vielleicht auch einfach cooler, wenn du vielleicht echt eine Kreatur hast, die wenigstens irgendwie Mimik hat. Hat Godzilla ja gar nicht. Also gut wie gar nicht. Außerdem glaube ich einfach, dass er ist erstmal selber ein Kong-Fan, Adam Wingard, und dass er einfach, naja, vielleicht echt, ich glaube nicht, dass er einen großen Plan gehabt hat, aber er wollte, glaube ich, schon Godzilla später nochmal ein bisschen mehr beleuchten, was er jetzt ja anscheinend auch vorhat. Ich habe tatsächlich bei Kong vs. Godzilla hatte ich ein gutes Gefühl am Ende. Also ich fand, das war auch schon deutlich mehr ein Kong-Film, ja, als ein Godzilla-Film, und trotzdem bin ich mit einem guten Gefühl da rausgegangen. Hier aus Godzilla oder Gay GXK. Gay, ja. Was? Gay GX... Was war denn das gerade für ein Aussetzer? Identifizieren kann, weil Kong hat halt so eine an Menschen angelehnte Mimik und so weiter. Bla, bla, bla. Ey, wir feiern seit 70 Jahren die Echse und er kommt mir jetzt mit dem scheiß Affen. Aber du bist ja auch komplett Team Godzilla. Ja, bin ich. Obwohl, man muss auch wirklich sagen, dass der Original King Kong Film ist wichtiger für die Filmgeschichte als Godzilla, ne? Der allererste King Kong Film. Wesentlich. War auch wesentlich erfolgreicher früher. Aber ich habe tatsächlich bei Kong vs. Godzilla hatte ich ein gutes Gefühl am Ende. Also ich fand, das war auch schon deutlich mehr ein Kong-Film, ja, als ein Godzilla-Film, und trotzdem bin ich mit einem guten Gefühl da rausgegangen. Hier aus Godzilla oder Gay GXK. Gay, ja. Gay XK, keine Ahnung. Merken die das nicht gerade selber? Gay, Gay XK, Gay, Gay Godzilla, Gay, was? Was ist denn los mit euch? Wolf ist so hardcore angefressen davon. Der ist so übel abgefuckt. Also, wenn man, ich glaube, Wolf ist mit einer der gebrochensten Kritiker, so was Filme angeht. Den haben Sachen wie Feuchtgebiete damals, glaube ich, komplett gebrochen. Und er fängt sich da auch nicht mehr davon. Bin ich leider ein bisschen ernüchtert daraus gegangen, weil ich finde auch, dass Herr Wingard, ja, he's missing the point in manchen Facetten, weil diese Viecher, das nicht Motto all seiner Filme? Ja, aber ich finde, er geht voll, das ist ja okay, er geht halt voll Richtung Kirmes. Also wir haben hier nicht die Attraktion der Woche, sondern er macht das halt so im Minutentakt. Dafür finde ich, also am Anfang hat er ein krasses Pacing. Also da geht er wirklich, die erste 20, 30 Minuten geht er richtig gut durch, weil er sich auch mit diesen ganzen menschlichen Sachen nicht so aufhält. Aber dann finde ich, je mehr die, und das muss man auch sagen, er spielt halt sehr viel in der Hohlerde, was mir jetzt nicht so wirklich viel gibt.
Das ist auch einer der vielen Kritikpunkte, die ich an dem Film. Ja, gut, wenn man die Hohlerde halt nicht so ab kann, das habe ich auch schon oft gehört, dass die sehr langweilig empfunden wurde und da ist ja gar nicht so viel in der Hohlerde passiert und das wirkt nicht ganz so wie eine andere Welt und bla bla. Ja, es wirkt tatsächlich, also die Hohlerde selber, die wirkt eher wie Skull Island, nur eben unter der Erde, das stimmt schon. Aber der Film war halt darauf aus, die Geschichte in der Hohlerde nochmal zu erzählen. In der Animation von Slick Godzilla vs. Destroyer, da haben Kong, Mothra, Godzilla, Rodan, Kong und K.A. wer noch mit Space Godzilla gegen Ghidorah gekämpft, gegen Destroyer gekämpft. Also ich brauche, also wenn Destroyer im nächsten Teil da sein wird, ein paar Titanen in der Hohlerde und einfach nur Godzilla, Kong, Shimo, Silo, wer ist denn Silo? Ashimo, nee. Zuko meinst du wahrscheinlich, ne? Gegen Destroyer. Ja, das ist dann aber wieder so vollgepackt. Man, du kannst Destroyer nicht einfach nur in einem einzigen Film abfrühstücken. Aber wahrscheinlich macht er es dann. Ich meine, ich habe auch gedacht, dass sie mit Scar King mehr machen als jetzt hier. Aber es, das geht böse in die Hose. Gerade weil da eben so viele Fans drauf warten. Das wird so dieses Phänomen von Doomsday sein, als Doomsday in Batman wie Superman aufgetaucht ist. War für viele eine riesen Enttäuschung, weil der einfach für was anderes bekannt ist, für eine wesentlich größere Rolle. Wenn Destroyer jetzt hier einfach auftaucht und er macht nicht mal irgendwas Krasses, niemand stirbt durch Destroyer, er hat quasi dieselbe Bedrohungsausstrahlung wie Scar King, dann will ich immer mal die Fans hören, was dann los ist. Wirklich ausmachen würde. Aber er gibt dann am Ende wirklich dieses Stotterbremsige, weil du so das Gefühl hast, manchmal habe ich das Gefühl, der Film ist so konzipiert für diese Generation, die so zu Hause mit einem Auge immer auf dem Second Screen ist und dann so ein paar Sachen auch immer erklärt haben muss. Labert auch nicht, er erzählt genau dasselbe, was ich auch gesagt habe. Ich habe mir das nicht eingebildet. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, für Leute, die immer wieder vom Film weggucken und auf dem Handy rumswipen. Ich habe gemeint, das ist ein Film für die TikTok-Generation, die gar nicht Bock hat, eine Szene länger als 15 Sekunden zu sehen. Weil der Film, der fühlt sich auch an, als würdest du durch die Szenen so durchswipen. Da geht ja eine Szene so schnell, als wäre das quasi so ein Short, so eine Story. Swipe, swipe, Godzilla-Kampf, Menschen, Jihad, irgendwie ein Anfall, Handschuh, Zahnziehen, Kampf, Scar King. So habe ich das beschrieben. Aber er ist schon relativ ähnlich mit seiner Kritik, wie ich auch. Das ist einfach nicht für meine Generation gemacht, mir dieser Film. Da sind halt Dinge drin. Deswegen, vielleicht merkt man, ich bin vielleicht eher Team Kong als Team Godzilla, weil ich den Aspekt oder die Aspekt... Ja, damit hat er sich gerade wieder ins eigene Knie geschossen, direkt wieder ein Minuspunkt, was Sympathie angeht. Aber so schnell geht's halt, ne? Damit Kong alle, ich will nicht sagen interessant fand, aber die ging bei mir gut durch. Und du hast in den Momenten, kommst du ohne Dialoge aus. Da lässt er Bilder sprechen, Mimiken, Gestiken von Kong und anderen Affen und du hast das Gefühl, ja, das verstehe ich. Und immer in solchen Momenten kommt irgendwie auch gegen Ende noch Rebecca Hortz Figur und kommentiert quasi nochmal drüber und erklärt nochmal und macht ihre Exposition-Dumps und du denkst so, ey, ich guck doch hin. Ich verstehe es doch. Und du hast das Gefühl, es ist für die Leute, die irgendwie so zu Hause am Handy so sitzen und sagen, was war? Ah ja, okay. Ja, das habe ich verstanden. Das ist für die Leute. Das ist tatsächlich, ich wette es mit euch. Das ist doch kein, also ohne Scheiß. Habt ihr das mitbekommen, dass, ich will jetzt die ganze Stefan Raab-Thematik da nicht aufmachen. Der Stefan Raab hat eine, ich habe es vorhin erst gesehen, kann es nicht mehr zusammenfassen. Er hat auf jeden Fall sich einen Namen gesichert von einem Format, wo jetzt das Gerücht sagt, dass er das Format jetzt rausbringen will. Quasi sowas wie eine Serie. Und diese Serie soll aber im Hochformat gedreht werden. Weil diese Firma eben meint, dass das die meisten Zuschauer ansprechen wird. Das heißt, diese Serie wird dann eben nicht mehr mit dem Handy so quer geguckt. Die wird dann im Hochformat geschaut werden können. Ob das auf YouTube oder so, keine Ahnung, wo das irgendwie rauskommen soll. Aber das ist ja schon so, dass man da eben mitgeht. Man merkt natürlich die Leute, ich merke es ja auch, wenn ich auch nur ansatzweise es wage, eine Einleitung zu machen, die länger als 2 Minuten geht, dann flippen manche Leute aus. Ja, komm mal auf den Punkt, ich glaube, du hast die nicht mehr alle. Es ist wirklich so.
Und diese Aufmerksamkeitsspanne, die geht einfach flöten, weil Leute auch keinen Bock haben, eine größere Aufmerksamkeit zu haben. Wenn ich mit Menschen rede, in einem bestimmten Alter, da habe ich manchmal so den Zwang, entweder schneller zu reden oder alles kurz zusammenzufassen, weil die haben echt eine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr 15 Sekunden. Wenn du das überschreitest, dann merken die auf einmal wieder, merkst du, wie der Blick auf einmal ganz leer wird. So, die hören dir erst zu. Moment, die hören dir erst zu, die Leute, ne, ganz aufmerksam so, und dann irgendwann ist das so. Und dann ist vorbei. Dann wird auch nichts mehr aufgenommen. Und dieser Film ist für diese Generation. Ja. Ich freue mich schon auf, was weiß ich, was soll denn, auf den neuen Jurassic-Film, ey, wagt euch, und das wird auch sowas. Der neue Jurassic-Film, ey, kommt im Hochformat raus, wartet's ab. Okay, weiter geht's. Okay, dann also, dürfte er nicht ins Kino kommen, weil wenn im Kino Leute auf den zweiten Screen gucken, dann ist er immer Mord und Totschlag. Nee, bei uns auf dem Dorf nicht. Bei uns auf dem Dorf ist tatsächlich scheißegal, ob du ein Handy in der Hand hast oder nicht. Das ist total krass. Als ich bei der Presseverführung gewesen bin in München, da standen da einfach Securities um uns herum. Die haben geguckt, was wir machen. Und ich musste das Handy vorher abgeben. Aber trotzdem haben die noch geguckt, so, was macht der da gerade? Du hast schon hart beobachtet, ey. Spielst du auch was an? Ich fand jetzt, das haben wir aber auch schon am Dienstag gesagt, als wir beide geguckt haben, was die Bilder angeht, das ist alles fein. Das ist alles natürlich für mich zu hell. Also für mich ist es wirklich zu grell, zu bunt. Und Wingard. Das, was er macht, ist eine super coole Kritik. Das ist super geil, wie er das gerade macht. Es ist, er sagt, die Bilder sind gut, aber für mich waren die einfach nichts. Das ist gut. Das ist wirklich, das ist eine geile Herangehensweise. Nicht einfach nur, das sind scheiß Bilder, das ist zu viel CGI. Nee, er sagt einfach, für ihn war das zu hell, sage ich ja auch, für mich ist das alles viel zu bunt. Finde ich super, wie er das macht. Er kann vielleicht Kirmes, aber er kann halt für mich keine Bilder wirken lassen. Also er schmeißt dich zu mit Bildern und mit manchmal wirklich auch tollen Animationen, gerade bei Kong und bei Godzilla, finde ich, sehen die auch echt gut aus. Aber im Gegensatz zu dem meist echt viel gescholtenen King of the Monsters, finde ich, dass King of the Monsters mir immer klar gemacht hat, Titanen sind fucking große Monster. Und hier habe ich das Gefühl, wenn ich diesen Scar King sehe in der Hohle, denke ich immer so, ja, ist halt ein großer Affe, aber ist. Aber das ist auch das Interessante daran, finde ich zumindest, dass du eben siehst, dass die in der Hohlerde sind sie eben einfach auch nur normale Affen, weil da alles so groß ist. Da sind das einfach ganz normale Tiere. Und nur an unserer Oberfläche wirken die eben so gewaltig, was ja so ein bisschen zeigt, okay, die gehören wirklich nicht nach oben zu uns. Das sind zwei verschiedene Welten. Das sind in ihrer eigenen Welt einfach nur ganz normale Tiere, einfach nur ganz normale Jäger. Auch bei Monarch Legacy of Monsters, wenn dann dieser Iron Dragon gegen Godzilla kämpft. Und der kann Godzilla halt wirklich auch Schaden zufügen. Dieses komische Flugvieh. Natürlich, weil das sind einfach da ganz normale Tiere einfach. Ich finde es ganz cool gemacht, dass man eben in der Hohlerde diesen Größenunterschied nicht mehr so krass hat. Weil da ja alles so groß ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist nicht so spannend. Also der könnte, und mit Kong auch. Das könnte, also wenn, also ich verstehe den Ansatz, ich respektiere auch den Ansatz. Wingard geht hier hin und inszeniert die Viecher halt nicht, wie so oft aus der Perspektive der Menschen, von unten, so dass du halt diese Trägheit hast und so weiter, sondern er ist auf Augenhöhe mit den Tieren und deswegen sind die alle ein bisschen schneller, ein bisschen agiler. Das ist aber meiner Ansicht nach genau das Problem, was ich sagte, he's missing the point, also er inszeniert irgendwie am Ziel vorbei, denn dadurch, dass diese Trägheit der Masse fehlt, fehlt den Viechern meiner Ansicht nach auch Wucht. Total. Ja, und das ist halt das, was für mich schon wichtig ist bei diesen Filmen, weil ich sehe Riesenmonster, die auf Hochhäuser boxen oder auf Städte trampeln und so weiter und hab da die Relation. Die hast du in der Hohlerde nicht unbedingt. Und die hast du auch schon gar nicht unter den Affen. Weil das könnte tatsächlich, wenn Kong da zu diesen anderen Affen kommt, könnte das auch Planet der Affen sein. Mhm. So, weil die halt alle, wie gesagt, gleich agieren, gleich groß sind, gleich irgendwie schnell sind und so weiter. Also wie fandet ihr das aber im Chat? Würde mich mal interessieren. Dass man in der Hohlerde wirklich nicht diese massive Wucht gemerkt hat. Und das hat Adam Wingard eigentlich sehr gut gemacht, dass du auch in der Hohlerde, da hast du die Kamera meistens von oben oder eben von der Seite gehabt, ne? Dass du eben wirklich nicht diese wuchtigen Titanen vor dir hast, weil in der Hohlerde sind sie eben keine wuchtigen Titanen, das sind das ganz normale Affen. Wenn die aber an der Oberfläche wieder sind oben, da gibt es öfter wieder Shots, die von unten gezeigt werden. Gerade wo dann Godzilla auch Shimo durch diese Hochhäuser durchknallt.
ist ein Shot schön von unten. Da hast du dann diese Wucht eher wieder. Ich verstehe schon, was er davor gehabt hat. Und ich muss sagen, ich finde es eine coole Idee, dass wir, sobald wir in der Hohlerde sind mit den Titanen, nicht mehr dieses krasse Monster-Feeling haben, sondern eher so dieses Verhalten von Tieren. Das gefällt mir ganz gut. Dieses massige, wuchtige fehlt dem Film leider. Und das, was du gesagt hast, unterschreibe ich auch 100%. Dieser Film ist leider nicht einmal richtig majestätisch, was gerade die alten Godzilla-Filme schon immer waren. Ja, da war auch Quatsch drin. Godzilla gegen Megalon. Wir kennen alle das Meme. Godzilla auf seinem Schwanz rutscht da lang und kickt den einen weg. So. Gibt's hier was Ähnliches? Die kämpfen irgendwann mal in der Schwerelosigkeit. So. Ist eine geile, bonkers Idee. So. Finde ich, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber lass doch bitte mal was stehen. Mhm. Lass doch einfach, und setz doch mal einen Schnitt. Das ist auch das Schlimmste. Der Film. Was? Setz mal einen Schnitt? Der Film ist, also es gibt keine Szene, die keinen Schnitt hat in diesem Film. Im Finale tendiert echt zum Michael Bay Drohnenexzess, weil halt die Kamera ständig irgendwo langfährt und wieder rumkreisen muss. Das ist einmal am Ende, das ist ganz zum Schluss, wenn diese Schwerelosigkeit aufhört. Also du kannst dich jetzt ja nicht, also du beschwerst dich jetzt, wenn zu viel Schnitte ist und dann aber auch, wenn man mit Drohnen versucht, einen One-Shot zu machen, ist also auch scheiße. Es ist wirklich schwierig, da den Leuten auch gerecht zu werden. Das muss ich wirklich sagen. Nee, da mach lieber so Drohnenkamerafahrten und nicht permanent irgendwelche blöden Schnitte mit rein. Und dann noch durch die Fußzehen geht und irgendwie hoch am Rücken lang und dann fährt er durch eine Welle und weil man das so cool ist und die einfriert und so weiter, dreht man am besten noch die Kamera auf den Kopf und so. Also es steht nicht zu einer Sekunde still. Und das finde ich ein bisschen schade, weil selbst die quatschigsten, und das ist das Ding, ich will auch gar nicht zu sehr auf diesen Film irgendwie einkloppen, weil er halt schon echt sehr in der Tradition der späteren Showa-Filme, also die erste Godzilla-Ära, steht, wo halt wirklich einfach nur Monster aufeinander gepackt wurden, die sich kloppen dürfen und am Ende ist der Film vorbei. Ja? Hier hast du noch eine menschliche Story, die halt wirklich immer noch zu sehr aufgebläht wird. Ja, absolut. Ja? Und wie gesagt, so ein paar Kernfeatures, die Wingard einfach nicht erfüllt. Und ich verstehe es nicht. Auf der anderen Seite, er zeigt viele Monster. Es gibt zwischendurch immer wieder viele, sag ich mal, Action-Szenen und Scharmützel und Gekloppe und so weiter. Du kriegst Monster, die du halt schon ewig nicht mehr gesehen hast oder halt noch nie gesehen hast. Und die sehen auch halbwegs mal hier, mal da besser oder schlechter aus. So. Also es ist schon viel Monsterklopperei. Und auch obwohl es mir in der Seele geschmerzt hat, die Szene, in der Kong Godzilla backsuplext. Ja, das ist eine Szene, die stört sehr viele Godzilla-Fans. Es wird nicht eingesehen, dass hier einfach gerade Kong den Kampf gewonnen hat. Da kamen schon Leute an, die gesagt haben, ja, aber ich kenne mich mit Kampfsport aus. Und im echten Boxen wäre das ja mit einem Metallhandschuh disqualifiziert worden. Das ist kein Boxkampf, Alter. Da gehen einfach gerade zwei Viecher aufeinander los. Godzilla aber auch mit vollem Ernst geht er mit vollem Fokus auf Kong los. Und obwohl Kong nicht voll ernst macht, macht er Godzilla eigentlich platt. Er knockt ihn aus und hätte ihn da eigentlich töten können. Das wäre passiert. Er hat es nur nicht gemacht. Das ist sehr schwer, das ist sehr, sehr schwer zu verkraften. Gerade wenn man eben diese Godzilla-Figur so abkultet, dann kriegen Leute da wirklich so einen Drall, wenn man darüber redet. Ist aber halt wirklich passiert. Finde ich geil. Ja, also da habe ich schon Bock mit. Ich hab auch das auch irgendwie. Ich ging ja auch mit einem viel zu zufriedenen, infantilen Lächeln aus diesem Film raus. Also das ist ja nicht, dass ich jetzt, wenn man mich jetzt hört, denkt man, ich fand den scheiße. Ich fand den nicht scheiße. Nee, aber ich finde so gerade im internen Vergleich, was Monsterverse angeht, ist das schon einer eher der schwächeren Einträge. Ich fand sogar den Vorgänger ein bisschen stärker, weil der, was die visuellen Reize angeht, auch mal so Kniffe hatte. Weiß ich, habt ihr beide gesehen? Ich glaube, jetzt oute ich mich hier. Die haben den gar nicht gesehen? Zumindest Wolf hat den Film. Wolf sitzt die ganze Zeit da. Seit Anfang dieses Gesprächs ist abgefuckt von dem Film, macht permanent so. Also er kann es nicht fassen. Und jetzt sagt er, er hat diesen Film nicht gesehen. Also er ist einfach nur abgefuckt, weil er den Trailer vielleicht mal gekannt hat oder kennt. Okay. Naja, warum nicht? Klar. Es ist, es ist echt, Mann. Hier als der Depp der Gruppe, aber ich glaube, der letzte Godzilla-Film, den ich gesehen habe, war
War King of the Monsters der zweite von den neuen Godzilla? Der zweite, der im Kino kam, aber chronologisch der dritte. Genau. Ja. Bei dem jedes Scheißkampfszene im Regen gespielt hat, ja, genau. Dunkel war, wo du nichts... Ja, das sehe ich genauso. Das fand ich auch schrecklich bei dem Film tatsächlich. Obwohl ich Regen und Dunkelheit eigentlich mag in so Filmen, aber da war das echt nervig. Gesehen hast, ja, hat mein Interesse an dieser gesamten Franchise, an der Figur komplett gekillt. Seitdem habe ich keinen Godzilla-Film. Ich war Minus One und so, gucke ich mir irgendwann nochmal an, hole ich nach, würde ich in eine andere Reihe stellen. Deswegen bin ich da, glaube ich, seit drei Filmen nicht mehr drin. Ja, ja, es ist ja das typische Ding. Es gibt zwei verschiedene Arten von Godzilla-Filmen. Mhm. Es gibt den ernsten, den Minus One, meistens ein Film, der irgendwo am Anfang einer Ära steht. Ja, das hatten wir mit Godzilla The Return zum Beispiel, mit dem ersten Godzilla und dann halt auch jetzt mit Shin Godzilla nochmal zum Beispiel. Und dann gibt's halt die Krawalligen, die Ausgelassenen, die völlig Banane. Die komplett Bananas, genau. Und New Empire gehört halt zuletzt. Absolut. Aber, weißt du, was mein Problem daran ist? Und ich wurde, glaube ich, gerade klar, als ich den Trailer gesehen habe. Für mich, Achtung, jetzt steile These, aber für mich geht's nicht um die beiden Figuren. Es geht für mich nicht um Godzilla oder auch nicht um Kong. Was ich eigentlich sehen will, ist die Zerstörung, die sie anrichten. Mhm. Und dafür kaufe ich diesem Film, was er mir zeigt, zu keiner Nanosekunde ab. So, das ist mein großes Problem. Sähe das so realistisch aus, okay, dass ich wirklich nicht wüsste, die haben doch jetzt nicht wirklich die echten. Ja, aber ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Fans da doch rumgemeckert haben oder nicht. Dieser ganze Zerstörung, der Realismus, den er jetzt, glaube ich, anspricht, hat ja was damit zu tun, auch dass du jetzt im allerersten Godzilla von 2014, dass du das sehr häufig aus der Sicht der Menschen siehst. Das heißt, du kannst dich da sehr, sehr stark mit reinversetzen, was da abgeht. Der Film jetzt hier, der fühlt sich so an wie dieses Spiel Godzilla Save the Earth, wo du einfach dich mit anderen kloppen kannst und dann geht mal irgendwas nebenbei halt kaputt. Das ist aber alles so nebenbei. Und das passiert jetzt hier, weil, glaube ich, schon darauf eingegangen werden soll, was die Zuschauer immer so krass kritisieren. Und das kam jetzt eben dann dabei raus. Ich weiß, was er meint, das fand ich jetzt hier auch tatsächlich, dass die Zerstörungen, die waren halt da, aber die hätten auch anstatt in Rio, hätten sie von mir aus auch irgendwo im Grand Canyon kämpfen können. Das wäre vom Impact her genauso gewesen, wie wenn da Hochhäuser einstürzen. Ein Pyramidengespräch, natürlich nicht, aber es sieht so aus. So, weißt du, dann wäre ich vielleicht anders emotional an diesem Film. Ja. Und wenn es nur um das Schlagwort Zerstörung geht, dann, sorry, aber das hat mir Roland Emmerich vor 25 Jahren schon gegeben. Und zwar geiler. Da habe ich sowas wie Independence Day und selbst 2012, so beschissen 2012 ist. Aber wenn da diese riesigen Wellen ankommen und das Himalaya-Gebirge quasi... Ja, haben wir ja so ähnlich gehabt in Godzilla 2014 mit der Flutwelle, wo Godzilla gerade aus dem Wasser rauskommt. Dann hast du 2012 gesagt und nicht seine Godzilla. Ich war auch kurz irritiert, aber alles okay. Aber das da war nämlich halt nicht so viel mit Zerstörung. Ey, sorry, ungelogen, aber ich dachte, als ich den ersten neuen Godzilla gesehen habe von Dings hier, Gareth Edwards. Da dachte ich, sorry, kreuzigt mich, aber ich würde lieber nochmal den Roland Emmerich Godzilla gucken. Wow. Das ist halt noch so ein weiteres Problem, dass das Monsterverse halt so komplett total der different bringt ist. Mir nichts. Sorry, aber mich kickt es einfach nicht, wenn sich zwei CGI-Figuren vor einer CGI-Kulisse. Ja, da haben wir es wieder. Das ist so dieses ganze CGI-Gejammer, Alter. Das ist. Nee, es tut mir wirklich leid. Es ist, was soll denn da passieren? Was erwartet er denn? Dass da jetzt ernsthaft noch Menschen in ein Dino-Kostüm reinsteigen und die dann sich da auf die Fresse hauen? Also das ist so, ich kann das nicht mehr hören, ey. CGI ist immer so. Das ist nicht das Ding. Bei anderen Filmen wird dann wieder CGI gelobt oder eben einfach weggelassen, wenn es halt nicht schlecht ist. Das ist blöd, die Kritik ist einfach saublöd. Zu prügeln und dann fliegt eine CGI-Pyramide in die Luft. Und wenn du mir sagst, am Ende prügelt... Die meisten raffen ja nicht mal mehr, was überhaupt CGI ist und was nicht. Bei Jurassic World 1, da haben sie lange, lange Zeit, haben sie da groß getönt, dass diese eine Szene vom Indominus Rex, die war ja so viel besser als alle anderen, nämlich da, wo sich Owen unter dem Fahrzeug drunter versteckt und dann kommt ja der Kopf vom Indominus so runter. Und da haben sie, glaube ich, auch bei Kino Plus gesagt, ja, da merkst du den Unterschied erstmal zum CGI, weil das hier war eine echte Puppe gewesen. Nö, es gab vom Indominus Rex nie eine echte Puppe. Die gesamte Szene, die hier so gelobt wurde, war einfach CGI gewesen. Da ist es halt noch nicht mal aufgefallen. Und das meine ich halt, es ist so eine generische Kritik einfach. Die ist so langweilig und meistens auch noch so falsch. Die sich in der Schwerelosigkeit. Da haben 500
Rechenkünstler an krassen Rechenmaschinen irgendwo in Indien oder in China haben da einfach nur eine andere Szene zusammengerannt. Ja, warum wird das auch immer so niedergeredet, Alter? Das ist total respektlos gegenüber Leuten, die wirklich Special Effects machen. Also es ist wirklich einfach in China oder in Indien, kann schon sein, aber das wird wieder so herablassend einfach gesagt, Mann. Das ist wirklich bescheuert einfach. Dümmste Kritik, die ich jemals gehört habe, ist dieses scheiß CGI hat der wieder gemacht. Mach mal selber. Hock dich einfach mal neben jemanden, der wirklich versucht, so einen Kong zu animieren. Guck mal, wie lange das dauert. Was ist da für eine Arbeit drin? Ob man es mag oder nicht. Aber hör auf, das so runterzureden. Das finde ich echt ekelhaft. Aber ich verstehe nicht, wie ein das kicken kann. Hm. Weißt du, wenn ich das Gefühl hätte, jeden Zeichentrick filmen müssen, theoretisch, und zu sagen, das kickt mich nicht. Nee, aber zum Beispiel, du hast gesagt, hier die Szene mit hier, der alte Godzilla fliegt so auf dem Schwanz und so. Weißt du, da habe ich, klar, das sieht nicht geil aus, aber da denke ich, okay, wie haben die, jetzt mal ganz konkret, wie haben die das gemacht? Die müssen sich auch einen Ast achten. Ja, gut, dann ist aber dann die Kritik auch wieder vorbei, dann ist Kong, sag ich jetzt schon, dann ist Wolf einfach ein typischer Mensch, der wahrscheinlich durch die Straßen läuft und sagt, früher war alles besser. Das ist so ein Ding. Der Wolf ist jemand, der permanent auch Terminator 2 als Beispiel für einen guten CGI-Actionfilm nehmen muss, weil das auch von früher was ist und früher war alles besser. Es kann gut sein, ey, ich finde Filme von früher auch wesentlich geiler als von heute von der Machart her. Aber es entwickelt sich doch alles weiter. Also hör doch einfach mal auf, irgendwo stecken zu bleiben und jetzt halt zu sagen, naja, ich finde aber besser, wenn ein Godzilla auf einem Schwanz reitet und jemanden wegkickt, finde ich besser, weil das halt echte Practical Effects waren. Das ist so ein Bullshit einfach, Mann. Das ist diese, ja, früher war alles, dann guck dir halt nur 80er-Jahre-Filme an, spar dir das einfach. Wirklich. Abgelacht haben, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir die Fäden nicht sehen, das ist schon lustig. Aber bei solchen Szenen, das ist einfach nur CGI-Quark. Ja, ist es halt auch. Und ich verstehe, was er sagt. Ey, beim allerersten Godzilla-Film finde ich es auch ultra charmant, dass die dann da zum Teil Modellbau-Eisenbahnen aufgebaut haben. Dass dann da ein Typ mit einem Gummikostüm einfach das runterhaut und haben die einen Schnitt gemacht und haben das wieder von unten gefilmt. Das sind Ideen. Da denke ich mir auch, ich finde sowas wesentlich charmanter, als alles einfach nur mit CGI zu machen. Aber verdammt nochmal, wenn du eine Kritik machen willst über einen beschissenen CGI-Film, dann solltest du doch nicht andauernd sagen, ja, da ist mir aber zu viel CGI drin. Wie dumm, also das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ohne Scheiß. Das ist, die müssen das doch aber alle irgendwie, ey, das sind doch alles, weiß nicht, du lernst das doch. Wie gesagt, ich hab das in der Uni gelernt. Und das wurde uns wirklich übel eingetrichtert, wie du an so Sachen herangehen sollst. Nee, ey, dieses ganze CGI-Rumgejammer, ich kann's echt nicht mehr hören. Die sich jetzt im Weltall prügeln oder unter der Erde oder auf der Erde oder im Meer, das macht für mich keinen Unterschied, weil ich weiß, wie es gemacht wurde, einfach nur mit Rechnern. Ja, ja, und dann muss es halt aber so fucking geil aussehen, dass mir, also ich meine, ich wette, dass du sogar einen Scheißtrick weißt, wie das wirklich gemacht wurde. Hundertprozentig. Da, also, ja. Wir können uns über Avatar streiten, irgendwie inhaltlich, ja, ne, die James Cameron-Filme. Aber optisch dachte ich, Alter, holy shit, das sieht ja wirklich aus wie echt. Ja, wenn mir jemand sagen würde, hier, das ist hier wurde ein unterirdisches Walvieh entdeckt, das erste Mal, das war so echt. Aber ist die Benchmark. Das ist eine andere Liga. Das ist, ja, klar, natürlich. Und die Perspektive, die du genannt hast, die Perspektive von Wingard ist halt wirklich der 12-jährige Junge, der Bock hat auf Krawall, der also interessiert sich halt gar nicht. Also hier, er auf jeden Fall, er ist derjenige, der das am allermeisten geschissen kriegt, diesen Film einzuordnen und danach oft über diese Einordnung hinweg zu kritisieren. Was wir letztens auch noch besprochen haben. Er macht's am allerbesten. Und ich habe ihm am Anfang, habe ich ihn direkt in diese Schublade reingesteckt. Das ist genau das Ding, wo ich gesagt habe, du gehst an einen Film so ran, dass du dir diese Themen aussuchst, dann guckst du, in welches dieser Themen, dieser Ansprechthemen, passt der Film rein und dann kritisierst du den Film anhand dieses einen Themas. Und nicht jetzt, ja, aber Avatar und Godzilla Minus One haben das ja anders gemacht als der Film. Alter, nee. Er redet jetzt die ganze Zeit, als hätte er den Film gesehen, aber hat ihn doch nicht gesehen. Ja, nee. Er sagt einfach nur generell, was ihn an Filmen dieser Art stört. Da wird auch dann Transformers mit reingepackt und sowas. Und das kann einen ja stören, das darf dir doch stören. Es darf dich ja nerven, aber dann versuch doch auch wirklich. Keine Ahnung, Mann. Das ist wie wenn du guckst dir einen Kinderfilm an und beschwerst dich darüber, dass da keine Gewalt drin ist oder sowas. Es ist halt einfach nicht dafür gemacht. Und du musst doch einen Film anhand dessen bewerten, wofür er auch gemacht ist. Und dann nicht in Kontrast setzen mit irgendwas ganz anderem. Das meine ich halt. Das ist halt, wenn jemand zu mir sagt, ey Tobi, ich will mir Jurassic World Neue Abenteuer nicht angucken, weil der es halt eine Kinderserie ist und ich mag Kindergedöns nicht so.
Ja, dann mach halt nicht. Das ist ja cool. Das ist ja dann eine Kritik, die du. Das ist ja gerechtfertigt dann. Aber wenn du dir diese Kinderserie anguckst und dann das kritisierst, dass diese Kinderserie zu kindlich ist, dann ist das ein bisschen dumm. Oder nicht? Und ich habe dem Film, da habe ich 6 von 10 Punkten gegeben, Godzilla Kong, das ist auch nicht die Welt, weil ich den auch sehr ernüchternd fand. Aber mich nerven diese Kritiken, weil ich das. Ich gucke mir sowas, aber ich habe mir früher so gerne einfach Filmkritiken angeschaut, von Frank Tausch gerade. Ich finde, David Hein macht es immer noch sehr gut, auch wenn der oft kritisiert wird. Aber es sind immer mehr Leute, auch gerade bei Kino Plus, dann schaue ich mir das an und die erzählen jedes Mal dasselbe. Die erzählen dasselbe, wenn ein neuer Marvel-Film rauskommt, die erzählen dasselbe, wenn ein neuer Transformers-Film rauskommt. Es wird immer nur dasselbe erzählt. Moin, gerade Reifen gewechselt. Oh, muss ich auch noch machen. Ehrenchan, schön, dass du am Start bist. Ich muss auch meine Sommerreifen mal draufziehen. Danke für den Hinweis. So. Spielzone. Ja, klar. Ey, das verstehe ich. Aber dann muss der Krawall für mich so geil sein, dass ich verstehe, was der USP dieses Films ist. Aber der Krawall ist für mich diese Szene, wo die, ja, ich mutmaße, das war die Hand von Kong. Ja. Und für eine Sekunde dachte ich, das war der Transformers-Trailer. So, weißt du, für mich gibt's einfach. Dachte ich tatsächlich auch am Anfang, wo wir den ersten Trailer gesehen haben. Aber deswegen rege ich mich noch nicht so darüber auf. Mein Gott, weil er halt eine gelbe Hand jetzt hat und es nach Transformers aussieht. Chill, ist doch alles cool, Mann. Es ist halt einfach nicht die Art und Weise, wie man das. Er redet sich auch gerade total in Rage, das merkst du total. Der hat jetzt wirklich gewartet von hier, bis er sich jetzt aufgeladen hat und das muss jetzt irgendwie alles rausgefeuert werden und es muss einfach nur gesagt werden, wie scheiße alles ist. Ist halt schade, weil ich mag Wolf eigentlich echt total gerne. Und ich finde, der hat das auch mal anders gemacht. Der ist mal nicht dann immer an die Decke gegangen bei jeder Kleinigkeit. Der hatte auch mal so ein bisschen mehr. Sebastian von Filmstarts macht das auch super. Der sagt, er findet den Film vielleicht ganz kacke, aber er erklärt dann auch so, dass es, was es für Dinge gibt, die ihn einfach stören, die vielleicht aber andere ganz gut finden. Und dann dieses sich so übertrieben dann da reingesteigere. Jedes Land macht Filme anders, da sie etwas andere Technik haben. Ja, ja, gut, ja. Obwohl CGI oder Practical Effects sind schon die zwei Schwarz-Weiß-Töne, finde ich. Kein Unterschied mehr zwischen Krawall in einem Transformers, Krawall in einem Marvel-Film. Wie oft sind da irgendwelche Städte in die Luft geflogen? Es ist richtig und ich verstehe das. Ich schwöre, ich verstehe das, was er gerade sagt. Ich sehe das hundertprozentig genauso. Du kannst jeden Marvel-Film an einen Transformers-Film schneiden, jeden Transformers-Film an einen Godzilla-Film schneiden und das ist alles eine Suppe. Vom Optischen her sieht alles gleich aus. Aber es passt nicht in eine Kritik rein, in einen Film, der von vornherein genau so angedacht war, wo jeder weiß, was der da geboten bekommt. Hat irgendeiner von euch den Trailer gesehen und sich dann gedacht, na, ich wette, aber im echten Film haben die da sehr viele praktische Effekte dabei. Nee. Das kannst du bei Jurassic World, vielen, vielen Dank für das Prime Gaming Abo. Dai Shun, servus. Schön, dass du am Start bist. Vielen, vielen Dank. Das kannst bei Jurassic World Dominion kannst du sowas angreifen. Jurassic World Dominion wurde damit beworben, dass sie jetzt hier ganz viele Practical Effects haben und alles. Und jetzt wird es wieder zurück zu den Wurzeln gehen und der Film wird sich anfühlen wie Battle at Big Rock. Und dann kam der Film raus, da waren ein paar Practical Effects mit dabei gewesen, die aber auch noch sehr schlecht waren. Dann war das darum herum nur CGI. Da kannst du es angreifen, da kannst du es kritisieren. Aber du musst halt auch ein bisschen da in die Materie reinkommen. Das können die jetzt nicht bei jedem Film machen, das ist mir auch vollkommen klar. Aber Wolf redet sich jetzt gerade schon wieder so in Rage und das war mir von vornherein klar gewesen, dass genau das jetzt auch so kommt. Und das geht anders. Das geht auch, keine Ahnung. Also, und das kickt mich einfach nicht mehr. Und das ist das, was ich ja gesagt habe. Also der Film bewegt sich halt leider inszenatorisch deutlich näher an sowas wie Michael Bay. Mhm. Was halt dann eben halt eben genau das verliert, was es eigentlich irgendwie ausmacht, dass du halt, es muss ja gar keine Suite Motion sein. Godzilla Minus One hat gezeigt, dass es auch digital geht und man kann halt auch Städte irgendwie platt machen mit einem digitalen Monster und es sieht nach was aus. Es macht einen Eindruck, es hat eine Wucht, es hat eine Gewalt. Und hier, wie gesagt, bei, weiß ich nicht, Befehl aus dem Dunkel oder hier, wie ist der All Out Attack oder keine Ahnung. Das ist auch,
Da glaube ich auch keinen Moment die Physik. Ich habe mir gerade noch mal hier, was habe ich mir angeguckt? Godzilla vs. Mothra, den alten. Irgendwann kommt da diese Raupe an und beißt Godzilla in den Schwanz. Und dann versucht er die ganze Zeit, sie so abzuschütteln und wirbelt. Ja, aber da lacht man dann auch drüber. Dann ist das jetzt wieder sympathisch, weil das so einen alten Charme hat. Diesen Charme hat halt ein Godzilla Kong nicht. Und ein Godzilla Kong wird auch wahrscheinlich nicht gut altern. Der wird über die Jahre böse in Vergessenheit geraten. Aber ja, es ist halt immer schwierig, dann Nostalgie zu nehmen und dann diesen Charme eben von früher und dann zu sagen, ja, das war halt damals noch so gegeben. Weiß ich halt auch nicht. Fühlt sie halt durch die Luft wie so eine Kinderrassel so, ja. Das glaube ich natürlich auch zu keinem Moment, dass das irgendwie ein richtig tonnenschweres Vieh ist, so, ja. Und das ist aber halt meiner Ansicht nach schon so dieser Pakt, den man bei Godzilla-Filmen eingeht, dass du weißt, es ist nicht echt. Du weißt, es ist keine Riesenechse, die auf eine echte Stadt trampelt, aber du gibst dich der Illusion und dem Kopfkino hin. Und da bin ich trotzdem bei dir, durch eben diese Digitalität und eben die Geschwindigkeit, die Adam Wingard in dem ganzen Film meiner Ansicht nach an den Tag legt, geht dadurch verloren. Ja, also das fällt noch schwerer, das zu akzeptieren. Ich muss aber halt sagen, das sind alles liebgewonnene Viecher, die ich da sehe. Und ich gucke mir das schon seit über 40 Jahren an so und dementsprechend kann ich auch aus diesem Film immer noch meinen Unterhaltungsfaktor und meinen Spaß ziehen. Weil der Film, der ballert halt wirklich durch, der ist vollgetankt und aufgepumpt bis zum Anschlag. Ja, der lässt halt keine Sekunde irgendwie mal stehen und vergehen so. Es geht immer zack weiter zum nächsten Ort, zur nächsten Location. Und wenn alle mal eine Pause brauchen, kommt Godzilla, was immer schön ist. Ja, aber gleichzeitig ist er echt noch mal Nebendarsteller. Ja, ja. Ja, Godzillas generelle Geschichte. Gerade, dass sie ja damit auch so im allerersten Trailer noch geworben haben, wo der neue Pink Godzilla, der Vogue Godzilla aus dem Eis rausgekommen ist. Das war ja schon, um den Leuten zu zeigen, wir haben jetzt hier was ganz Neues für euch. Und alle Theorien, die um diesen Godzilla rum gesponnen wurden, waren interessanter als das, was am Ende dann passiert ist. Die erste Theorie war ja, weil er in diesem Eis eingefroren gewesen ist, dass Shimo Godzilla erstmal besiegt, ihn einfriert und dass dann Mothra, war es glaube ich die erste Theorie, dass Mothra Godzilla dann diese Fähigkeiten gibt, um sich dann irgendwie zu verwandeln oder sowas. Ist eine viel geilere Story, als das, was wir am Ende bekommen haben. Naja. Und das ist dauert schon zu wenig. Dieser Aufbau ist dann wirklich, da investiert er wichtige Zeit, wo man echt was anderes hätte machen können. Ja. Und ich finde halt das, was du sagst mit der Perspektive, die Perspektive ist nur noch Monster gegen Monster und du hast nie irgendwie Auswirkungen. Also da wird am Ende eine Großstadt platt gemacht und du denkst so, okay, aber Menschen sind da irgendwie, ist egal. Haben die alle Urlaub oder sind die weg? Das ist nee, die siehst du ja, wie sie wegrennen in Rio. Die rennen ganz am Anfang, rennen die alle weg. Ein paar werden, glaube ich, sogar von Shimos Eisstrahl erfasst, meine ich mich erinnern zu können. Aber an sich sind die nicht da, ja, das stimmt schon. Du hast da jetzt keinen Blick wie bei Man of Steel zum Beispiel, wo du dann manchmal auch siehst, wie die Leute aus den Hochhäusern rausgucken und dann den Kampf aus den Hochhäusern raus begutachten können. Hätte halt hier noch ein bisschen reingepasst, ja, stimmt schon. Die sind alle in die U-Bahn abgehauen. Ja, wahrscheinlich. Das kann ja auch ein interessanter Ansatz sein. Du, wie gesagt, es ist ja ein typischer Ansatz bei Godzilla. Ja, du gehst all in und machst halt irgendwie die Monsterkeilerei oder du gehst zurück und versuchst das Ganze irgendwie auch, und das ist halt dieser Film gar nicht, mit irgendeiner Ideologie, mit irgendeiner Botschaft, mit irgendeinem Verweis oder sonst irgendwas aufzuladen. Godzilla war Fukushima, Godzilla war die Tsunami-Welle, Godzilla war die Atombombe, Godzilla war der schludrige Umgang mit der Natur. Ja, das war. Nein, ein Monsterfilm ist doch logisch, dass Monster gegen Monster kämpft. Ja, aber du kannst ja trotzdem langweilig gestalten im Monsterkampf oder halt geil. Und hier ist dann der Punkt eben, dass zumindest Wolf ihn halt, der hat ihn nicht mal gesehen, stimmt. Nee, dass aber dann hier zumindest die Kritik angebracht wird, dass die Kämpfe hier einfach sehr langweilig sind. Und ich finde, dass die Kämpfe hier einfach nur so langweilig sind, weil die halt so viel sind. Das heißt, du hast da kein, nennt man das denn? Wenn da ein Kampf passiert, da hast du da nicht irgendwie eine lange Vorarbeit, da hast du keinen Aufbau dafür. Weil halt ständig irgendwelche Kämpfe passieren. Und den größten Spannungsaufbau für so einen Kampf, Beispiel auch die Schlacht von Helm's Klamm bei Herr der Ringe, ist dieser große Aufbau eben davor. Dass du dich die ganze Zeit fragst, oh, was passiert dann, wenn die aufeinandertreffen? Was geht dann wirklich ab? Und dann irgendwann gibt es dann diesen Clash aufeinander. Das ist ein Spannungsaufbau, der sich halt dann auch entladen kann. Und
Das hast du halt in dem Film nicht, weil der Film hat keinen Spannungsaufbau. Der ist ja nur zack, Kampf, zack, Kampf, zack, Kampf, zack, Kampf. Da passiert diese Fragestellung gar nicht. Was ist jetzt eigentlich, wenn die aufeinandertreffen oder so? Das kritisieren sie hier, glaube ich, eher. Alles in diesen japanischen und vielleicht auch ansatzweise in den amerikanischen Filmen mal enthalten. Aber hier, das ist der falsche Film dafür. Ja. Aber das fände ich wiederum aber auch okay. Finde ich auch. Ja, also ich brauche jetzt nicht unbedingt irgendwie Hey, der Pandaman live. Schön, dass du am Start bist. Live dabei. Sehr schön. Eddie sieht irgendwie verändert aus. Ja, ja, aber das ist ein Eddie, der nicht andauernd meckert. Und ich mag Eddie auch, ey. Ich habe nichts gegen die Leute. Ich habe nur manchmal einfach was, wie man Kritiken ausspricht. Die Kämpfe sind im Monsterverse sind halt anders als die bei Toho. Aber die Monster, die Kämpfe im Monsterverse, die waren ja auch schon mal anders gewesen. Du hast ja diesen großen Aufbau gehabt im allerersten Film, wo dann der Aufbau lange, vielleicht ein bisschen zu lange gedauert hat, bis sie dann irgendwann Muto gegen Godzilla auch wirklich gezeigt haben. Du hast sogar im King of the Monsters, den ich überhaupt nicht abkann, hast du dir sogar Zeit genommen, um Monster aufzubauen, um diese Kämpfe aufzubauen. Und dieses Aufbauen hast du halt bei Godzilla Kong gar nicht. Wie gesagt, da heißt es dann irgendwie aus so einem Kontrollzentrum raus, ah, da ist eigentlich noch Tiamat im Wasser. Godzilla kommt, Tiamat ist tot. Das ist kein Aufbau. Das ist einfach nur, um schnell einen Kampf abzufrühstücken. Das ist dieses TikTok. Schnell, 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 schnell. Nein, nein. Ich eine Zeigefinger-Message, irgendwie, wir sollen alle mehr auf die Umwelt achten. Ja, weiß aber ich nicht. Das ist ja auch ehrlicher, weil die... Doch, das ist tatsächlich eine Sache, die ich eigentlich ganz cool finde. Das, was Wolf gerade wieder kritisiert, muss ich wieder widersprechen. Messages in Filmen sind eigentlich eine ganz geile Sache. Vielleicht auch ansatzweise in den amerikanischen Filmen mal enthalten. Aber hier, das ist der falsche Film dafür. Ja. Aber das fände ich wiederum aber auch okay. Finde ich auch. Ja, also ich brauche jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Zeigefinger-Message, irgendwie, wir sollen alle mehr auf die Umwelt achten. Ja, weiß aber ich nicht. Aber das ist ja auch ehrlicher, weil die Darsteller ja auch sagen, wir wissen, dass wir hier neben, also wir sind hier nicht von Interesse, wir sind einfach nur da, um irgendwie so ein bisschen das Bindeglied zu sein. Und so macht das der Film halt auch. Da gibt's halt diesmal keinen Sub-Subplot mit irgendwelchen Bösewichten menschlicher Seite, die irgendwas Sinistres vorhaben. Das fand ich dann wieder grundehrlich. Es gibt sogar eine Aktion der Menschen, wenn man die halt am Ende sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, muss man sich fragen, warum? Ja, das ist zwar diese, das sollte man bei diesem Film aber generell vielleicht tun. Die Frage, warum, wie funktioniert das und wie ist die Scale? Also ich meine, der Unterschied zwischen den Größen, wenn Kong auf der Oberfläche ist und in der Hohlerde, ist echt frappierend. Du hast das Gefühl, und auf dem Planeten oder auf der Erdoberfläche ist das ein gigantischer Titan und unten ist das so, ach so, ja, ist so groß, ist er ja gar nicht. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, das fand ich halt aber auch cool, dass du, wie gesagt, die zwei verschiedenen Sichtweisen hattest. Das macht King of the Monsters auch direkt besser. Ja, das ist dann eine Kritik, die kann man anbringen, aber das ist wie wenn du sagst, Jurassic World Dominion ist ein guter Film, weil da halt viele Dinosaurier auftauchen. Ja, kann man so sehen. Ich sehe es halt einfach anders, gerade auch bei King of the Monsters. Zur Ark-Serie habe ich gerade irgendwas noch gelesen, die habe ich noch nicht gesehen. Ob ich die gucke, weiß ich auch noch nicht. Da hat mir der Trailer jetzt nicht so gut gefallen. Und es war, glaube ich, auch wieder dieser Zeichenstil von dieser Skull Island-Serie. Kann das sein? Ja. Ich glaube, die letzte Szene aus dem, oder eine, ich weiß nicht, ob es die letzte war, aber wo die beide anfangen, ja, so zu rennen. Ich kann mich echt erinnern, vor ein paar Monaten, dass so als Meme durchs Internet ging, weil Leute da schon genau das gesagt haben. Ich habe gar kein Gespür mehr für das Gewicht und für die Größe und für diese titanische Majestät dieser Urzeitviecher. Und das habt ihr jetzt im Prinzip bestätigt. Ja. Und was ich halt wirklich schwer vermisst habe, das ist aber jetzt halt eine Frage, also eine persönliche Frage, ist halt eben dieses Hofieren dieser Tiere. Ja, also in den japanischen Filmen und aber auch bei zum Beispiel den Film, den du jetzt nicht so mochtest, den letzten, den du gesehen hast, King of the Monsters, da werden diese Viecher hofiert. Die werden von der Kamera gewürdigt, die werden die an... Ja, die werden eben oft von unten gefilmt, aus der Sicht der Menschen, das ist schon richtig. Mut wird mal stehen gelassen. Es gibt ja, die Szenen mit Mothra, die waren echt allgemein, die sahen cool aus, muss ich zugeben. Auch, genau. Das sah schön aus. Auditiv eingefangen, also letzter Gedanke von mir dazu, ich finde Junkie XL oder Tom Holkenborg, der hier wieder den Score macht, das ist okay, aber es klingt für mich halt immer wie Keyboard-Orchester. Ja. Da ist mir Bill McCreary da in King of the Monsters, all die Mothra-Sachen, die King Ghidorah-Sachen, der kann halt das auch akustisch unterfüttern. Das fehlt hier. Macht halt geile Soundtracks generell, so, ne? Absolut. Für den Film. Das fehlt hier echt auch. Hier muss ich auch sagen, das war mir halt alles ein bisschen zu poppig, alles ein bisschen zu bunt, alles ein bisschen zu strahlend. Aber
ich kann da nicht wirklich das als Grundlage der Kritik nehmen, weil es tatsächlich treu zu eben vielen alten Filmen ist. Die waren auch hell, die waren auch poppig, die waren auch bunt. Ja, also dementsprechend, ich meine, alleine in diesem Mosra-Film oder hier mit King Caesar, da hast du minutenlange Gesangssequenzen, weil diese beiden Zwillinge, die Mothra herbeirufen, die müssen halt immer singen. Klar, war ja halt ein Pop-Duo, was sie halt damals genommen haben. Eineinige Zwillinge, die halt in den Charts waren, die haben sie halt immer singen lassen. So. Das hast du dir halt früher halt auch geben müssen. Oder beziehungsweise... Ja, früher warst du da auch noch ein bisschen toleranter, glaube ich, bei so Sachen. Wenn man überlegt, was Godzilla früher abgezogen hat, ich glaube, heutzutage wird auch einfach sehr, sehr viel gemeckert und gejammert bei so Sachen. Das war wahrscheinlich früher nicht so. Da war man eher froh, wenn man irgendwas Abgefahrenes mal gesehen hat. Und heutzutage ist es dann gleich wieder so, wenn nicht mehr so, wie es mal war. Gibst du die halt heute auch noch so. Und da kann ich nicht wirklich sagen, ah, da macht er so viel falsch oder irgendwie ist das jetzt etwas, was das moderne Kino irgendwie unbedingt hervorbringt, sondern es ist schon im Geiste dieser alten Filme. Nur diese alten Filme haben meiner Ansicht nach, selbst bei so quatschigen Filmen wie Godzilla vs. King Ghidorah, wo sie in der Zeit zurückreisen, um Godzilla aus der Vergangenheit in die Beringsee zu teleportieren, damit sie King Ghidorah in der Zukunft irgendwie installieren können als Monster, das man kontrollieren kann. King Ghidorah übrigens aus 3 haarigen Affen entstanden, die Flügel haben und grüne Haare. Aber egal. Das müssen sie einfach fürs Monsterverse umsetzen. Oh, was wäre denn das Geschrei groß? Das verstehe. Ja, selbst da gibt es noch, sag ich mal, in der Geschichte Ansätze, um sagen zu können, okay, wie rezipiert man jetzt hier Popkultur, wie rezipiert der Japaner seine eigene Geschichte und so weiter und so fort. Das ist halt bei diesen, nein, das hat er nicht. Bei diesen Filmen meiner Ansicht nach noch nicht machbar. Da werden wir vielleicht in 20 Jahren mal irgendwie drüber nachdenken, ob das irgendwie so eine Art Phänomen, typische Erscheinung oder sonst irgendwas. Na, der Film, der wird kein Phänomen. Das jetzt nicht. Nee, der Film, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder vergessen sein. Wenn dann Teil 3 angekündigt wird, hä, was? Gab's da mal einen Godzilla-Kong-Film? Habt ihr eigentlich die Fan-Animation von Godzilla gegen Gigan-Rex gesehen? Nee. Haben wir nicht gesehen. Kenne ich auch gar nicht vom Namen her. Ist das neu oder was? In der heutigen Zeit, also der 2020er Jahre war oder so. Also ich halte es aber auch grundlegend für einen Irrglauben, dass man, dass, also falls irgendjemand denken müsste, so ein Film, der müsste jetzt irgendwie düster sein, weil du meintest irgendwie, der ist jetzt poppig und ein bisschen bunter, wie die alten Filme auch. Ich glaube nicht, dass das große Problem ist. Also ich meine, das ist halt subjektiv, ne? Je nachdem, was du halt mehr magst. Ich mag die dunklen Sachen auch ein bisschen mehr. Zumindest, wenn es ein bisschen ernster genommen wird, nicht wenn der Film damit anfängt, dass Popmusik kommt, während dann irgendwann so ein Typ, der aussieht wie Ace Ventura, Kong einen Zahn zieht. Das ist mir dann doch wieder zu sehr in diese Marvel-Richtung. Und Marvel ist Schmutz. Ey, das ist hier, Timo war zu hell. Timo war's. Ja, ich meine, also mir, pass auf, ich hab hier. Was ist denn mit dem Schröckert überhaupt los die ganze Zeit? Er hat sich am Anfang noch versucht, Mühe zu geben, einfach nicht da rein zu niesen oder rein zu schneuzen, während irgendjemand was sagt. Inzwischen ist es ihm einfach scheißegal. Das ist die richtige Einstellung. Ist vor einem Jahr rausgekommen, wurde gestern wieder dran erinnert, eigentlich ganz geil. Können wir uns auch nochmal angucken dann gleich, ja. Ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen, das ist ja alles nur Gequatsche von jemandem, der den Film nicht kennt. Aber ja, mir persönlich wäre das relativ wurscht, ob das jetzt dunkel ist oder hell, ob es nachts bei Regen spielt oder irgendwie oder unter einer riesigen Disco-Kugel. Das ist mir alles egal. Ich will halt einfach fucking aber geile Destruction sehen. Darum geht's mir. Und wenn ich das nicht bekomme, dann ist es. Du willst nicht sehen, wie da Zahn rausoperiert wird und neu reingesetzt. Vielleicht hätte er sich noch die Zähne putzen müssen vorher, dass wir ein bisschen Zahnhygiene beigebracht wird. Relativ lustige Sequenzen. Ne? Okay. Es wirkt halt manchmal nur so, als hättest du beim iPhone irgendwie die Helligkeit und Belichtung auf maximal gestellt und ist geschenkt. Und deswegen, wenn du über die Alten sprichst, da bin ich wieder bei dem, was du vor. Können wir nicht mal irgendwo gucken, welcher Jahrgang diesen Film geil findet? Also, dass man irgendwie Abstimmungen macht. Aber auch mit dem Alter mit dazu. Ich wette mit euch, das ist nämlich wirklich so ein Ding. Dass die jüngere Generation einfach sagt, ja, wir finden das ganz geil. Und die finden aber auch diese Überbelichtung überhaupt nicht befremdlich, weil die kennen das ja nur von allem. Die kennen das ja nur noch mit Filtern auf irgendwelchen Videos. Und das ist ja denen ihr, die kennen ja nichts anderes. Das ist denen ihre Welt. Das wird schon so sein. Also, ob wir das jemals so gesagt bekommen werden von Adam Wingard, keine Ahnung, aber der Film ist definitiv schon für die TikTok-Generation gemacht.
vorhin gesagt hast, hier ist Suspension of Disbelief. So. Kein Mensch guckt sich einen alten Godzilla-Film an und fragt sich auch nur für eine Sekunde, ob die da vielleicht einfach die Kamera draufgehalten haben, als wirklich so eine große Exit Tokio zertrampelt hat. Aber ich glaube, da ist das der Charme. Wir, natürlich weiß das jeder, aber man fragt sich eher, ah, wie haben die das gemacht? Und guck mal, ist das nicht süß? Da läuft ein Typ in so einem Exenkostüm und macht so Pappmaché kaputt. Das würde ich auch gerne machen. So, darin liegt doch so der Charme. Ja, vor allem Und das ist so ein Punkt, den habe ich hier halt einfach nicht. Ja, aber das auch, die Kritik klappt aber auch schon wieder nicht, weil diesen Charme hast du zum Beispiel auch nicht in Godzilla Minus One. Der funktioniert ja trotzdem. Deswegen ist das Ganze nur CGI, ist immer alles schlecht, das passt einfach nicht. Das ist total inkonsequent, diese Kritik angewendet. Ich habe gerade im Trailer die Szene von diesem kleinen, ich weiß nicht, ob es Kongs Sohn ist, von dem Affen. Und mein Disbelief ist wie über 9000. Ich sehe da einfach nur einen schlecht gerenderten Scheiß-CGI-Affen. Ich weiß. Auch schlecht gerendert, das ist auch wieder so ein Bullshit, Mann. Ich schwör's dir, nee, dann guck dir halt echt nur noch 80er-Jahre-Filme an, wenn du nicht in der Lage bist, auch mal wirklich normal über, keine Ahnung. Es ist wie wenn du sagst, der Jurassic World hat schlechtes CGI, das stimmt einfach nicht. Das ist wieder so Gejammer von Menschen, die einfach immer nur sagen, früher war alles besser. Früher, wisst ihr noch damals, als Terminator 2 gemacht wurde, da hatten sie auch noch nicht viel mehr Möglichkeiten gehabt. Das ist langweiliges und auch zum Teil echt respektloses Gejammer. Gegenüber den Leuten, die wirklich, wirklich Tage und Nächte an diesem CGI verbracht haben. Ne? Das ist wirklich, sollte man vielleicht nicht irgendwie so in die Kamera reinblubbern. Das löste mir nichts aus, da bin ich innerlich tot. Obwohl und wenn da ein Mann drin stecken würde, in einem kleinen süßen Affenkostüm, wäre es für dich okay. Dann würde ich sagen, das okay, Merchandise. Nee, pass auf, aber da ein Mensch. Okay, nee, dann würde ich sagen, alright, okay, dann will ich aber echt sehen, wie gut der einen Affen spielt, wenn ich wüsste, da ist ein Typ in so einem Affenkostüm. Das wäre schon ein Grund, da aber genauer hinzugucken. Wie fandst du denn die Planet der Affen Reboots? Zum Kotzen. Die mit. Nein, okay, nein, nicht. Oh, er hat sich jetzt so in Rage geredet, Mann. Das ist jetzt gerade, wird's echt lächerlich, Mann. Wie fandest du die Planet der Affen Filme? Einfach zum Kotzen. Nein, doch nicht. War nur, dann, Mann. Ja, wahrscheinlich, weil es auch keine echten Affen waren und es war wieder CGI-Affen. Es ist. Boah, ey, Wolf war auf jeden Fall mal anders drauf. Der ist total gebrochen in Sachen Film. Das ist gerade ganz schrecklich. Da war Wolfgang M. Schmidt war wenigstens nur witzig gewesen. Der hat es geschafft, Putin mit Kong zu vergleichen. Das war lustig. Das ist ja echt einfach nur noch. Alles ist gerade scheiße und wisst ihr noch damals, war alles besser und. Das ist echt anstrengend. Nicht zum Kotzen. Den ersten fand ich okay. Mit hier James Franco. Ja. Fand ich okay, weil da fand ich die Story tatsächlich cool und ich mochte, dass er sich Zeit gelassen hat zu zeigen, wie der Affe so allmählich eine neue Bewusstseinsebene so und das ist ein bisschen creepy. Ich bin auch großer Fan von Link der Butler bis heute. Also ein Affe. Großartiger Film. Finde ich auch völlig underrated. Ein Affe, der intelligent wird. Das ist schon gefährlich. So, Und ab dem zweiten, ey, sorry, als ich da die Szene gesehen habe, wie ein so ein scheiß Schimpanse in Zeitlupe mit zwei Shotguns auf dem Pferd ins Bild geritten kommt, da dachte ich, ey, Leute, das ist ein Film nicht für mich. Mir ging es ja nicht da eher nur um die Technik, um die Visualisierung. Glaube ich nicht. Das ist mein Problem. Deswegen zum Beispiel, sorry, nicht, jetzt, wir wollen nicht über Link der Butler reden, ne? Aber das ist halt ein echter Affe. Das ist ein echter Affe und dem hast du so ein scheiß Pagenkostüm angezogen und wenn der die Zähne bleckt, weil er aggressiv wird, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht irgendwas in dir auslöst. Du weißt natürlich, das ist ein Film, die Schauspieler sind safe, da ist ein Tiertrainer, aber trotzdem ist da ein echter Affe. Ja, das ist halt auch so eine Sache mit echten Affen, das ist ja eine Sache, von denen wir uns langsam verabschieden, ne? Dass wir Tiere dafür benutzen, um in irgendwelchen scheiß Filmen mitzuspielen. Ich glaube wirklich, Wolf ist da noch sehr, sehr stark in der früher war alles besser Phase gefangen. Glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob er. Einen echten Affen, das ist genau das, was wir nicht mehr machen wollen. Daran wird gearbeitet, dass man das eben nicht mehr machen muss. Und dafür ist CGI ja eigentlich ganz gut, dass man davon wegkommt. Und dann schwingt er sich auf einmal irgendwie von einem Zimmer ins andere und denkt so, okay, das ist echt creepy, wenn der jetzt durchdreht. Und da sehe ich einfach eine Armee aus 300.000 CGI-Affen. Das könnten auch 300.000 kleine Echsenmenschen sein oder 300.000 Aliens. Das macht für mich keinen Unterschied, weil ich das um die Technik, um die Visualisierung. Glaube ich nicht. Das ist mein Problem. Deswegen zum Beispiel, sorry, nicht jetzt. Wir wollen nicht über Link der Butler reden, ne? Aber das ist halt ein echter Affe. Das ist ein echter Affe und dem hast du so ein scheiß Pagenkostüm angezogen und wenn der die Sorry, Mikrofon war eben gerade gemutet.
ihr sollt nur mal auf sie hier achten. Sie ist auch gerade, glaube ich, ein bisschen genervt davon, dass er gerade wirklich so in diesen übertriebenen, schon fast geschauspielerten Rage-Modus reinverfällt. Genau, wie ein so ein scheiß Schimpanse in Zeitlupe mit zwei Shotguns auf dem Pferd ins Bild geritten kommt. Da dachte ich, ey Leute, das ist ein Film nicht für mich. Mir ging es ja nicht eher nur um die Technik, um die Visualisierung. Glaube ich nicht. Das ist mein Problem. Deswegen zum Beispiel, sorry, nicht, jetzt, wir wollen nicht über Link der Butler reden, ne? Aber das ist halt ein echter Affe. Das ist ein echter Affe und dem hast du so einen scheiß Part. Sie denkt, glaube ich, gerade dasselbe wie ich, so nach dem Motto, Alter, aber genau das ist ja nicht das Gute daran, das ist ja gerade das Schlechte daran. Taschenkostüm angezogen und wenn der die Zähne bleckt, weil er aggressiv wird, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht irgendwas in dir auslöst. Du weißt natürlich, das ist ein Film, die Schauspieler sind safe, da ist ein Tiertrainer, aber trotzdem ist da ein echter Affe. Und dann schwingt er sich auf einmal irgendwie von einem Zimmer ins andere und denkt so, okay, das ist echt creepy, wenn der jetzt durchdreht. Und da sehe ich einfach eine Armee aus... Ja, das liegt aber nicht am CGI, Alter, das liegt einfach daran, wie es benutzt wird. Das wäre genauso beschissen, wenn du da echte Affen hättest und würdest diese Kämpfe machen lassen. Dann wäre das genauso generisch, weil es einfach die generische Geschichte davon nur hergibt. Du kannst auch mit CGI-Affen kannst du eine geile Story erzählen, ey, wenn du dich halt auf die fokussierst. Dabei ist aber nicht der Kritikpunkt, dass das alles CGI ist, sondern dass der Kritikpunkt ist, wie es benutzt wird. Mann. Du hast 300.000 CGI-Affen, das könnten auch 300.000 kleine Echsen. Sie hat echt keinen Bock gerade. Sie denkt sich gerade wirklich, Alter, ist jetzt echt, langsam wird es ein bisschen lächerlich. In den Rage-Modus gehe ich gar nicht. Ich mag Wolfi eigentlich auch total. Aber er hat jetzt gerade wieder so eine Phase, wo er einfach nur aus Zwang, glaube ich, da so reingeht. So, ob er das wirklich ernst meint, der lacht sogar noch zum Teil mit dabei. Es ist manchmal halt wirklich, okay, jetzt ist gerade vorbei. Jetzt ist er halt in seinem Rage-Modus gefangen. Jetzt ist einfach nur alles noch scheiße. Planet der Affen ist scheiße, die neuen Filme, das ist alles nur noch blöd und bla bla bla. 80er waren besser und bla bla bla. Menschen sein oder 300.000 Aliens, das macht für mich keinen Unterschied, weil ich das zu keiner Sekunde glaube, was da passiert. Ich kaufe diesen Film das einfach nicht ab und das ist mein grundlegendes Problem. Mhm. Hätten die 30.000 Affen dahingesetzt, würde ich sagen, nice, okay, geil, das ist schon geil. Das ist ja, ist halt Bullshit, was du gerade erzählst, das ist totaler Bullshit. Also alles nur CGI austauschen gegen echte Sachen, dann wäre es ein geiler Film, willst du mir jetzt also erzählen. Exakt derselbe Film, den du übrigens noch nicht mal gesehen hast, mit derselben Handlung, nur du nimmst einfach jetzt komplett echte Tiere. Nimmst einen echten Leguan, der sich mit einem echten Affen auf die Fresse haut, schmeißt die beiden an die Pyramiden und lässt sie da im heißen Sand kämpfen. Und dann wird es ein besserer Film. Das will er mir jetzt gerade damit erzählen, oder was? Das ist einfach Quatsch. Filme sollen auch nicht glaubwürdig sein. Ja, aber da kannst du nicht mit anfangen. Das ist so die erste Sache, die ich mir gedacht habe. Du versuchst gerade mir zu erklären, dass dir der Film Godzilla Kong, The New Empire, nicht glaubwürdig genug ist. Das hat Wolf gerade, glaube ich, dreimal gesagt, sowas. Er kauft es dem Film keine. Also wenn du einem Film abkaufst, ich glaube, er meint in der Essenz des Films selber kauft er es dem Film nicht ab. Aber seine Kritik, warum er es nicht abkauft, ist permanent nur, weil es halt aus dem Computer stammt. Von irgendwelchen Leuten, die in Indien oder in China irgendwas gemacht haben. Das ist seine Kritik an dem Film. Permanent. Seit, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon darüber reden. Seit er überhaupt angefangen hat zu sprechen, ist seine Kritik. CGI ist schlecht. Mag ich halt nicht. Ach was, ja, dann gucken wir nicht an. Es ist halt echt keine Kritik. Das tut mir echt leid. Sehen. Aber, ja. Aber um nochmal eine Lanze für Mini-Kong oder wie haben wir ihn genannt, Atreus zu nennen, weil irgendwann erinnern die beiden, wenn sie halt durch die Hohlerde reisen, schon an Kratos und Sohn. Ja, ist so. Ja. Guckst du dir an. Ja. Aber Mini-Kong, ich hatte nach dem ersten Trailer und als er da zuerst mal zu sehen war, habe ich auch gedacht, oh bitte, ey, das ist doch einfach nur ein weiteres Spielzeug für die denkbar jüngste Zielgruppe so. Aber der ist tatsächlich überraschend. Ich finde es auch. Er war eine Überraschung. Okay. Ja. Er war nicht so, wie man es halt irgendwie anhand der Trailer hätte glauben können. Und ich muss sagen, er war ein eher positives Beispiel in diesem Film. Oder ein positiver Aspekt des Films. So, komm, machen wir direkt mit Affen weiter. Oder? Ja, klar. Was kommt jetzt? Ja. Monkey King. Monkey Man. Achso, ja, natürlich. Stimmt. Wir hatten ja auch noch. Alter, mein Gott, wir labern und labern und wir haben gerade zwei. Na, nicht wir labern und labern und labern. Aber okay. Ja, gut. Das war halt, ey, wie gesagt, wir müssen da nicht weiter mehr Kritiken großartig gucken. Es ist immer dasselbe. Es ist genau eigentlich so passiert, wie ich es auch gesagt habe. Ich habe ihm hier, ich habe seinen Namen jetzt nicht auf dem Schirm, Mann. Tut mir echt leid. Mit der roten Mütze auf jeden Fall. Ihm habe ich Unrecht getan.
Er hat mit Abstand die besten Dinge über den Film gesagt. Er fand ihn jetzt auch nicht wirklich geil. Ist trotz allem sehr fair damit umgegangen. Bei Wolf ist genau das passiert, was ich mir auch von Anfang an gedacht habe. Da wird jetzt nur drauf rumgehämmert, dass das halt ein Film ist, in dem viel CGI vorkommt oder nahezu nur CGI vorkommt. Ach was, gut, okay. Das ist halt ein bisschen, naja, ein bisschen lahm. Gut. Er ist das Gegenteil von Matti. Er kann nur alte Filme gucken. Ja, Wolf ja anscheinend auch. Da ist ja alles blöd, was nicht in den 80ern gedreht wurde. Jetzt im übertriebenen Sinne. Es ist ja gar nicht so schlimm, aber es nervt mich halt manchmal. Und ich sehe es auch so. Ich fand Filme früher auch geiler als heutzutage. Aber du kannst dir, wenn ich halt so rangehe wie jetzt Wolf, dann hocke ich ja wirklich in jedem Film nur noch da und sage, gefällt mir nicht, weil CGI. Was sie auch machen oftmals. Was sehr viele von denen ja auch wirklich machen. Finde ich sauöde. Bei der Joker kann ich jetzt schon wieder sagen, der Joker wird auf jeden Fall sehr gut aufgenommen. Das weißt du jetzt schon. Ob der Film gut wird oder nicht, ist scheißegal. Weil sogar wenn der Film schlecht wird, wird er trotzdem irgendwie positiv diskutiert werden, weil er was anderes mal ist. Es ist einfach so. Es ist so vorhersehbar und es ist ein bisschen öde. Ja. Joker 2 Trailer übrigens. Habt ihr den schon gesehen? Ist eine Fangruppe aus Godzilla und Dino-Film, denn eigentlich auch affin für den Joker. Weil der erste Film war schon ziemlich geil. Der ist aber auch sehr Arthouse angelehnt. Oh, der ist so wenig CGI. Entschuldigung. Gerade kriege ich meinen Rappel, ey.